Das Cover kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Der Stil und die zwei Schlangen. Genau! Das muss doch was mit dem bekannten NES-Spiel Snake Rattle and Roll zu tun haben, oder? Gab es da eine Gameboy-Portierung? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Sneaky Snakes für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde vom englischen Entwicklerstudio Rare entwickelt und von Tradeware 1991 in Europa und in den USA veröffentlicht. Japan ging bei diesem Spiel leer aus. Das Spiel ist tatsächlich eine Art Nachfolger zu dem NES-Spiel Snake Rattle and Roll. Anscheinend wollte man sich an den Bekanntheitsgrad bedienen. Immerhin hatte es mit Rare auch denselben Entwickler. Hintergrundgeschichte gibt es natürlich auch. Sonja Snake wurde von den bösen Nibblern entführt. Das können Attila und Gengis natürlich nicht auf sich sitzen lassen und machen sich auf den Weg, um die Dame zu retten. Wer das Vorgängerspiel im Kopf hat, wird erst einmal enttäuscht sein. Die isometrische Ansicht ist einer 2D-Ansicht gewichen. Es ist nun also eher ein 2D-Plattformer als ein 3D-Plattformer zu NES-Zeiten. Gut, das wird wahrscheinlich auch an der Technik liegen und ehrlich gesagt war diese isometrische Ansicht jetzt auch nicht wirklich optimal. Wie schnell hat man sich dabei einen Sprung verschätzt? Da kann eine 2D-Ansicht natürlich Abhilfe schaffen, wobei das leider nicht das Problem des Spiels ist, aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir von vorne an. Ihr spielt eine der zwei Schlangen. Euer Ziel ist es, den Ausgang zu erreichen. Um diesen jedoch zu öffnen, müsst ihr euch erst einmal auf eine Waage begeben. Keine Angst, das Messinstrument ist im Regelfall direkt vor dem Ausgang. Diese öffnet die Tür aber erst, wenn ihr ein bestimmtes Gewicht erreicht habt. Also müsst ihr wie im Vorgänger erst einmal etwas Gewicht anfuttern. Das macht ihr, indem ihr bestimmte Kugeln im Level auffresst. Die variieren je nach Level und fliegen oder springen herum zum Beispiel. Das Auffressen macht ihr dann per Tastendruck und natürlich gibt es auch Upgrades, die eure Zunge und somit eure Reichweite erweitern und natürlich auch andere Upgrades wie Zeitboni und so weiter. Klingt ja jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Besser als durch die Level durchzuwaschen. Das Problem bei diesem Spiel ist aber, dass es nicht wirklich gut umgesetzt wurde. Die Level sind relativ klein und ihr müsst euch in jedem erneut groß fressen. Die essbaren Kugeln sind dabei meist relativ eintönig verteilt. Diese erscheinen meist an bestimmten Stellen. Also begebt ihr euch in jedem Level zu diesem Kugelspawn-Gerät, verbringt dort Zeit, um euch groß zu fressen und geht dann zum Ausgang. Das macht man ein bis zwei Mal, aber danach wird es echt langweilig. Auch das allgemeine Sprungverhalten und das Leveldesign sind sehr komisch und machen das Spiel allgemein unnötig frustig schwer. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Spiel von der Idee her an sich gar nicht so schlecht ist, aber nicht gut umgesetzt wurde. Für so einen frühen Titel ist die Grafik sehr gut gelungen. Die Sprites sind angenehm groß und schön animiert. Nur die Levelgrafiken können meiner Ansicht nach etwas abwechslungsreicher gestaltet sein. Beim Sound hingegen passt alles. Es wird genau das abgeliefert, was man erwartet. Nichts großartig Besonderes, aber passend. Was taugt Sneaky Snakes für den Gameboy also heute noch? Ganz ehrlich, ich bin mit dem Spiel so überhaupt nicht warm geworden. Auf dem Papier klingt die Idee voll super und ich finde den NES-Vorgänger sympathisch. Aber es wurde leider alles etwas zu eintönig umgesetzt und auch die Steuerung ist in meinen Augen nicht wirklich optimal. Fans des Vorgängers können hier gerne mal reinspielen, aber alle anderen haben hier echt nichts verpasst. Das war der Test zu Sneaky Snakes für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.